Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Medieval 2 Total War. Hier mit den wundervollen Schotten vor der englischen Armee, vor London. Und vor allem in bester Laune. Wir unsere Armee noch verstärken, bevor wir angreifen? Leider nein. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Wir müssen in dieser Schlacht eigentlich den Feind besiegen. Die haben 2 Bogenschützentruppen, 2, 4 Einheiten Bauern. Und 1, 2, 3, 4 Einheiten, 5 Einheiten Speerträger sowie 2x Reiter. Ich denke, unsere Armee ist da besser gefeit. Wir haben gute Chancen, damit auf jeden Fall was zu reißen. Denke ich jetzt mal. Mit den Schwertern hier, mit den komischen Axtleuten. Sind deutlich besser mit den Highlandern und mit den Adels-Highlandern. Auch wenn wir die gegen die Bogenschützen sicherlich schnell agieren müssen. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Wir können gar nicht angreifen, scheiße. Das ist jetzt sehr peinlich. Allerdings können wir unterstützen. So, dann bleibt der General da auch noch mit drin. Sehr schön. General. Wie sieht das überhaupt aus, hier mit England verglichen zu werden? Da ist England. Gesamt sind die nicht so gut. Militär sind sie abgerutscht. Produktion sind sie wieder nach oben gegangen. Finanzen, Gebiete sind sie bei 3. Ach, diese Musik ist geil. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Ernennt uns ein Schlacht. Beneidet ihr den Feind? Aber zunächst noch eine Schlacht gegen die Männer Spaniens. Oh, 20er Speicherstand. Die Männer aus Spanien sind hier unterwegs. Die wollen uns schon wieder belagern, habe ich das Gefühl. Die kriegen aber jetzt noch einen Klaps auf den Popo und dann sind sie weg. Niccolo Machiavelli. Moin, das ist ja wieder eine tolle Region hier für eine Schlacht. Mein Plan würde aber sein, rein zu chargen. Sag mal, wir haben auch wenig Reichweite. Salbe kriegen wir da schon noch raus hier. Eine geht auch noch. Also ich meine, so langsam wie die Maschinen hier. So blöd wie die Maschinen hier. Vordere Einheit ist ja komplett Banane.
Ja, toll, das lief ja mal wieder richtig klasse hier. Super, haben die falsche Einheit erwischt. Mein Geklicke hier. Super, jetzt verlieren wir mehr Einheiten, als ich geplant hatte. Scheiße! Mann. Das ist nicht so funktioniert. Ah, super. Toll gemacht. Erstens liefen sie plötzlich schneller als gedacht. Zweitens waren sie dann auch noch auf einmal eine falsche Einheit. Kacke. Oh, der General ist dort. Blöden Spanier. 32 Mann verloren, so ein Blödsinn, ey. Scheiße. Ah, das musste ja jetzt nicht unbedingt sein. Spanien, gute Neuigkeiten. Spanien willigt ein. Ist ja ungefähr schlechter mit Spanien. Ja, Spanien. Ich kann euch begrüßen, aber euch nicht dienen, Herr. Haben wir hier einen spanischen Typ noch? Nee. Maurischer Kaufmann. Euer Geld, meine Waren. Wie klingt das, Sadiq? Sadiq sagt gleich halt ein Maul. So, Runde weiter. Heilige Römische Reich möchte etwas von uns. Also ich gehe davon aus, dass England uns angreift oder vor uns wegläuft und eine andere Stadt angreifen möchte. Jetzt wollen sie Waffenstillstand verhandeln. Edler Feind, versuchen wir eine Vereinbarung. Das macht nichts, mein Herr. Leb wohl, mein Herr. Obolski. Den nehmen wir. Kaufmannsgilde nehmen wir auch. Neue Mission. Es ist mir jetzt so egal, was dieser Scheiß... Die fucking Arschloch. Dings da sagt. Wenn ihr einen Kampf wollt. Ihr habt die falsche Flotte gewählt. Das ist tatsächlich richtig. Loyalität. Um wen handelt es sich? Farquhar Kenmore, die große Armee der Dingsens hier. So, es ist mir so egal, dass mich der Papst jetzt verarschen möchte. Aber England verarscht mich hier nicht weiter. Angriff! Positionierung starten. Die Kavallerie kommt hier erstmal hin. Das ist schon mal eine gute Aufstellung eigentlich. Ich glaube, wir müssen einfach gleich die Kavallerie nach vorne stellen. Genau deswegen. Die Einheiten kriegen nämlich Unterstützung von hinter der Balliste. Deswegen können wir die Ballisten eigentlich jetzt schon relativ schnell vernichten.
jetzt schon wieder alles alberner als gedacht hier. Oh, der General ist down. Schön. Die Hauptarmee kann mal zur Seite marschieren. Oh, ich habe den falschen General. Da sind noch drei Einheiten. Was machen die jetzt hier? Marschieren die direkt wieder aus der Karte raus? Oder bleiben die stehen? Nach Formation aus. Die Kavallerie muss dann auch mal mit dahin marschieren. Kommt mir diese Map mit dem Wald sehr bekannt vor aus Third Age Total War. Da hatte ich auch schon mal so eine Map und da ist, glaube ich, das Spiel mal abgestürzt, als ich das drauf gespielt habe. Die Ballisten, eigentlich hat die sind auch schon fast da. Okay. Was haben die jetzt hier eigentlich? Bogenschützen. Speermilizen. Da hinten Bauern. Und Stadtmiliz. Und halt haufenweise leichte Infanterie. Leichte Kavallerie. So, ich mache einmal ein kurzes Päuschen hier, um mal zu schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Gut. Die Einheiten kommen los hier. Und die Reiter brechen durch die ersten Reihen. Vom Feind durch. Das bedeutet für mich nichts anderes als vorwärts, meine Freunde. Ihr zieht auch zurück und ihr bewegt euch auf die Seite. Rennt bitte. Das hat wieder nicht so ganz geklappt.
So, kurzer Zwischenstand. Die Speermilizen kämpfen gegeneinander. Ach Mensch, die leichte Kavallerie hier flieht direkt. Rauf da. Und ihr geht auch rauf. Und ihr wiederum geht tatsächlich auf diese Flanke. Ist der feindliche General. Da ist der General. Wir haben hier derzeit keine Lücken in unseren Truppen drin. Haben wir den feindlichen General, den wir ganz schön. So, ein Großteil der Leute flieht einfach. Habe ich so das Gefühl. Aber nicht so richtig. So ein bisschen schon, aber nicht so ganz. Muss irgendwie außen rum kommen. Ihr kämpft hier gegen die. Nein, das ist die falsche Einheit. Ich verliere gerade die Übersicht ein wenig. Wie viele Mann haben wir verloren? 12%, das ist nicht so das Problem. Hier hinten fliehen alle. Das ist ganz sauber soweit. Der General ist halt nervig hier gerade. Aber wird auch von meinen Sergeants gestellt. So. Das ist jetzt der feindliche General? Ich hoffe es. Zwei gegnerische Generäle, jawohl. Das wird dann der sein. Die müssen zur Seite ausbrechen, sonst haben wir ein Problem. Ja, jetzt ist die Schlacht geschlagen. Und die anderen Jungs, die kümmern sich hier mal.
Alles noch voller Gegner. Los, holt euch den Rest hier. Wir haben zwar nicht so viele Einheiten ausgelöscht, tatsächlich, letztendlich. Aber es ging. Sind hier so ein paar einzelne Jungs am Rumlaufen. Zwar nur Bauern, aber naja. Kommen wir vielleicht noch auf 95%. Ach, kriegt ihr ihn noch hier? Den jungen Mann. Klatscht ihn um. Jetzt hier mal. Zack, zack. Gut. Helft ihm nochmal jetzt hier. Ihr kriegt ihn doch kaputt, oder? Speerträger sehen eigentlich genauso aus wie er jetzt. Wenn das jetzt nichts hilft, der ist tot, oder? Jawohl, 94%. Schade, keine 95, wie ich gesagt hatte. Nur gut, dann eben nicht. Der König Edward hat nur noch 216 Mann. Das nun jetzt nicht mehr so viel. Verschlechtet. Farbschaden grauenhaft. Weiteres Merkmal erlangt. Wir kämpfen nicht mit euch um dieses Gebiet. Sehr zuvorkommend. Eigentlich könnte ich dann... Oh, Nottingham kann ich ausbauen wieder. Huiuiui. Was kann man hier eigentlich in den Baron stellen? Feudalritter können wir ausbilden. Und was noch? Wenn wir die Kaserne haben. Highland Pikiniere. Oha. Adelshighlander, Highlander, Gesindel. Boah, so viele. So geile Leute sind das jetzt nicht, ne? Pardon, da musste ich jetzt gerade einmal niesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nachträglich rauscutte oder nicht. Ich hoffe es. Oh, die mache ich. Bilde ich auch fort. Je weiter ich voranschreite, desto besser wird. Ein Schiffsbauer. Das Ding noch. In Brügel kann wieder was gebaut werden. Ein Bordell, komm. Die haben doch sonst nichts zu lachen, die Jungs. So. Spanien sind die Beziehungen sehr schwach. Oui, Seigneur. Wünscht ihr eine Audienz? Ich würde gerne mit einem Spanier sprechen. Oh,
Möchte Frankreich was von uns? Nein, von den Mailändern, die vor unseren Toren stehen. Nee, von uns. Oder auch gar nichts. Ich habe gerade gesehen, York geht's gar nicht gut. Warum geht's York nicht gut? Hey, was will Spanien denn die ganze Zeit von mir? Nö. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Nun miteinander Krieg, Frankreich und Dings. Ah. Was ist mit York los? Warum geht's euch schlecht? Allgemeine schlechte Stimmung oder was? Korruption wird immer größer. Warum? Handel wird potenziell auch immer größer. Verwaltung. Wachstum. Warum geht's denn? Steht denn Scheiße hier? Was ist denn hier los? In einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Wow, toll. Die Einheiten können wir nicht benutzen. Welche Einheiten werden fortgebildet? Ach, scheiß drauf. Toll, super. Ist unser General nicht mit? Na, sei es drum. Inverness geht's auch nicht gut. Warum geht's Inverness denn jetzt nicht gut? Reden ist zu groß. Kämpfen ist Gold. Oslo. Oslo geht's auch schön gut. Soweit es aussieht hier. Antwerpen nicht so. Bilden wir nochmal Einheiten aus. Kann die Schaden. Schottland blüht und gedeiht. Und die Bauarbeiter freuen sich auch gerade über die ganzen Aufträge. Ich weiß gar nicht, was mit London jetzt ist, wenn wir die jetzt angreifen. Ich speichere einmal vorher. So. Ist das einigermaßen okay. So reicht mir das. Mission erfolgreich. Entdecker-Gilde, sehr toll. Die Siedlung erfolgreich, aber die Gilde schuldet euch Dank. Jetzt gehört uns diese Stadt. Uhu. So, London gehört uns. Uns gehört die gesamte englische Insel. Da haben wir wie viele Regionen? 11 Stück. Das ist doch schon mal etwas. Das ist ja ein Anfang fürs Erste. Fehlen ja nur noch 34 Provinzen in nur 146 Runden. Ich weiß gar nicht, wie viele hier in Wurfreichweite sind. Wenn wir Frankreich komplett noch einnehmen, wäre es noch okay. Schottland ist uns jetzt eher so gar nicht wohlgesonnen.
Und zielen aber auch nicht. Also wir haben noch gutes Ansehen bei denen. So, bilden wir so ein Schiff aus, dann schicken wir da unsere Einheiten drauf und zack geht's rüber. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Runde noch weiter und dann beende ich den Part mit einem schönen Ende vorerst. Keine Ahnung, was jetzt noch passiert, vielleicht kommt auch noch ein schlechtes Ende bei rum. Ich finde auf jeden Fall sehr lustig, dass wir da oben Oslo haben, muss ich jetzt mal spontan sagen. Das ist schon eine lustige Situation, denn, also, irgendjemand ist gestorben. Er ist gestorben. Neue Mission. Keinen sollen wir einnehmen, ja, das habe ich vor. Irgendjemand ist gestorben, oder hier? Krilkenmoor ist aufgestiegen zu einem General. Ein Brügge ist er. Er führt die Armee in den Krieg. So, die Armee marschiert dort auch hin. Uns fehlen ein paar einige Soldaten. Aber das ist nicht weiter schlimm. London hat zudem jetzt hier eine gute Partie gebracht. Hier, was können wir da bauen? Eine Taverne. Einmal kriegen wir sehr viel Geld pro Runde. York freut sich immer noch nicht so ganz richtig. Aber das sollte es jetzt auch wirklich gewesen sein, meine Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.